Undi? Lebst du noch? Ich glaube, wir hätten mal doch lieber in der Tür warten sollen. Aber ich, kein Problem, ich habe ja noch ein Boot. Dann schwimme ich einfach wieder dahin. Aber muss mich wieder hochpeilen. Obwohl, ich glaube, ich mache mir dann einfach, wie heißt das nochmal, so eine Workbench und klatscht da einfach Leitern dran. Das geht auch. So. So, wie gesagt, wir sehen alles. Sieht sehr lustig aus, wie wir da gerade sitzen. Und das nächste Boot wird dann hier einfach so weiter... Da, nee, der Vater hat ja noch mal ein altes Boot. So. Ich glaube, es sind Glowstone-Blöcke, oder? Glowstone, gelbe Wolle, ich weiß es nicht. So. Brems. So. So. Wollen wir nämlich hier sozusagen uns ein zweites Ding bauen. Dann bauen wir uns hier eine Workbench. Platzieren die dann mal. So. Dann werden jetzt hier ein paar Sticks gebaut und Leitern. Ne, 6 sind nicht genug. Wir müssen ja so seitlich bauen. Okay, 1, 2, 3. Das heißt, wir müssen noch zweimal müssen wir machen. 7 brauchen wir für einen. So, das reicht dann auch so ungefähr. Ja, das sieht super aus, wie ich das hier anordne. So, genau. Von mir aus, dann können wir jetzt auch so machen. Hopp, 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 hopp. Perfekt. Stirb! Stirb! Ha, er hat eine Melone und Eisen getroppt. Genau, wir müssen uns hier einfach nur... Wow, aufhalten. Und dann können die nicht zu uns durchkommen. Au, 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 au. Deshalb kommt er hier durch. Uff, uff, uff. Wir sind... Uns ist übel. Uns ist schweineübel, würde ich mal sagen, weil er so ein Schwein war. Oh, deine Rüstung ist kaputt. Haha. Gib deine Melone her. Wow. Wow, was hat der denn da? Ach, der hat sogar ein Schild. Cool. Au. Hör auf. Hör auf, habe ich gesagt. Au, au, au. Und ist schweineübel. Wie schon wieder. Ugh. Darauf muss ich zuerst mal ein Brot essen. Komm her. Komm her. Oh, jetzt ist... bin ich geblendet. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jemand hat mir ins Auge geschossen. Kommt er nochmal her? Stirb! Hat er denn dabei gehabt? Oh, Goldnuggets! Cool! Okay, dann müssen wir uns jetzt hier zuerst mal ein bisschen erholen. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, leider nur Wolle. Schade. Hätte ja Gold sein können. So, mit unserer Ausrüstung sieht es eigentlich ganz okay aus. Das einzig Blöde ist halt nur, dass unser Schwert irgendwo halt kaputt gehen wird. Ah, es zählt ja als Dungeon. Wir haben keine Pfeile mehr. Oh, der hat eine Diamantrüstung, glaube ich. Oh. Hey, da versucht jemand durch die Tür, glaube ich, zu kommen. Haha, wir hauen immer mehr deiner Rüstung weg. Drop mal deine Diamantaxt. Melone, wir brauchen schon Melone, ey. Du bist so König mit deiner Goldrüstung. Komm her, komm her. Komm her, und der mit seiner Chain- oder Iron-Rüstung. Komm du doch auch her. Oh mein Gott, die klopfen. Macht doch die Tür auf, das ist euer Airship, nicht meins. Ihr habt doch die ganzen Schlüssel hierfür, oder? Cool, Iron, das heißt, ich kann mir schon mal... Ich. Oh!
Cool, Loot, Loot, wir haben Loot. Arrows, direkt, hernehmen alle. Hier dieses, oh Gold, Kakaobohnen. Clear Potion hat noch keinen Effekt, gut. Nehmen wir mit. Oh, hier ist Kuchen. Was ist das hier unten? Was ist das hier unten? Block of Iron. Alter, das ist sehr viel Iron. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Muss ich alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, was lasse ich denn hier? Cookie? Enderkristall normal. Gunpowder, Gunpowder und eine Music Disc. Komm, du bleibst hier. Grappling Hook nehme ich mit. Hier, dieser Zeppling bleibt hier. Bone bleibt hier. Zeppling bleibt hier. Hallo, geht's noch? Geht das hier noch ein bisschen lauter? Oh, ekelhaft, ey. Ich muss mal runter und den mal hier die Manier, also Manieren beibringen, ey. Diese Block of Iron nehme ich zuerst mal alle mit. Das sind 9 Iron, die hier immer liegen. Wieso sollte ich 9 Iron hier liegen lassen? Alter. Gut. Normalerweise würde ich auch sagen, nehmen wir die Bücher mal mit. Hm. 13 Blöcke of Iron haben wir jetzt schon. Das sind nur Furnaces, oder? Genau. Es ist gerade dunkel geworden. So, den Lever lasse ich mal hier. Den Skull. Okay, das geht mal gar nicht. So. Abbauen. Abbauen. So. Dann ist es schon mal gut. Iron Ding. So, was haben wir hier? Hier waren sind Cookies. Also die Music Disc nehme ich mit. Das, den Enderkristall nehme ich mit. Gunpowder ist immer gern gesehen. So, Cinderperl Pot nehme ich auch. Arrows gern gesehen. So, jetzt bauen wir uns zuerst mal aus. Den Stick mäßig bauen wir uns zuerst mal noch mal ein paar Schwerter, weil ich sehe, wir sind schon sehr hart an der Grenze. Bei unserem... Genau, der Lever, der kann hier bleiben. Das ist den Lever. Von was kann das hier gerne auch hier bleiben. So, Gold Ingots. Oh, stimmt, davon kann ich mir noch Brot machen. Dann mache ich das auch. Dann habe ich das schon mal wieder weg. So, 2 Brote. So. Gehen wir runter oder hoch? Ich weiß nicht, hier ist die Schlafkabine. Dann gehe ich mal einfach hier mal schlafen. Dann ist hier aber mein Spawnpunkt auch. Aber ich weiß gar nicht, ob hier der Spawnpunkt so gesetzt wird. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Was haben wir denn hier? Gunpowder. Okay, da sind Piraten, also haben die immer Gunpowder bei sich, oder was soll das heißen? Immer mal ein Bett mit. Okay. Ich glaube, das soll das hier sein. Die Engine. Ich glaube, das soll hier die Engine sein. Sozusagen der Antrieb. Nämlich alle Block of Irons mit. Ich glaube, wir brauchen danach nie wieder Iron, da ich das hier abbaue. Kann man das schneller abbauen, wenn ich jetzt den hier benutze? Ich glaube ein bisschen. Ich denke, unten im Schiff ist immer noch etwas. So. Über uns ist Wasser. Ah, stimmt, das ist ja dieser komische Baum da gewesen, wo wir ja schon drin waren. So, der ist direkt über uns und hier ist ja diese kleine Spüle sozusagen. So. Ja, sind wir schon auf jeden Fall auf etwas gestoßen. Aber wenn man das überlegt, wenn wir ein Stack von diesen Iron-Blöcken haben, das mal 9, dann sind es 64 mal 9 Iron. Also, ich glaube, Iron an sich brauchen wir danach nicht mehr so viel, würde ich mal sagen. Wenn das hier alles Diamantenblöcke wären, oh. Dann bräuchten wir nie wieder Diamanten. So. Nehmen wir auch nicht jetzt alles mit. Also, wenn ich ein Stack habe, dann werde ich auch schon aufhören, diese Iron-Blöcke mitzunehmen. Weil, was soll ich denn mit... So viel Iron, also das ist dann fast eine ganze Kiste voll Iron. Wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? 62, okay gut, dann nehme ich jetzt noch meine, nehme ich noch 2 Blöcke mit. Und dann soll es auch fürs erste gewesen sein. Außer ich finde jetzt irgendwas Besonderes. So, ich gehe mal jetzt weiter hoch. Kann das nicht mehr hören, so. Nee, hier ist nichts, dann gehe ich höher. Da, hier geht's los. Oh, 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 ah, puh, ah, puh, puh. Ich glaub,
Genau. Lass mich doch gehen. So. Ihr könnt mich hier nicht erwischen, glaube ich. Deshalb droppen die nur Melonen und Eisen. So, jetzt warte ich wieder, bis ich geheilt bin. Oh! Wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her? Puh, so, jetzt warten wir, bis wir geheilt sind. So, warten wir, bis wir geheilt sind, so ein bisschen. So, Melone haben wir. Ein Enderkristall für Zauber, eine Musikdisk. Die ist immer gut. Aber wir haben auch noch ein paar Arrows, die können wir aber auch noch so schießen. Schon seinen Helm verloren, jetzt hat er seine Hose verloren, jetzt hat er seine Brust verloren und gleich ist er tot. Oh! Ah, hier vorne ist bestimmt dieses Captain Office da, also wo Captain drin ist. Au! Au! Ich muss mir eine Ecke suchen, wo ich sicher bin, wo nur einer immer kommen kann. So. Okay. Ich weiß es jetzt, wo ich hier sicher bin. Genau da. Stirb. Ach, wie geht? Mein Gott, ey. So. Gut, dass wir eine Rüstung haben. So, was haben wir denn hier? Ein Hookshot! Yay! Und einen neuen Iron Helmet. So ein Hookshot. Rüste ich mal aus. Hui! Genau. Aber funktioniert da an allem? Oder nur an Holz? Doch, der funktioniert an allem. Oh, wie geil ist das denn? Guck doch mal das an. Yes, jetzt brauche ich nur noch einen zweiten. Dann kann ich mir einen Longshot machen. Dann geht der länger. So, der da hinten, den haben wir ja eh schon fast getötet, nur mit Pfeilen. Dann machen wir auch mal weiter. Wow. Ich habe ihn gekillt, obwohl ich blind war. Also, mach das mal nach. Ich habe einfach auf das Chi gehört, was in mir war und hat sozusagen das innere Auge hat mich gelenkt. Und das hat gesagt, der Typ, der steht da. Der muss er jetzt umbringen. Wow. Und der eine Typ, deshalb springt er da runter. Da, ab ins Wasser mit dir. Ist auch noch alles Iron-Blöcke hier. Cool, oder? Haha. Na, König. Wie ist es da unten so, hä? Kommst du nicht hoch, hä? Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Egal. So, jetzt könnte ich den Leder-Ausrüstung da auch noch killen, aber ne, tue ich mal nicht. Seht euch hier wen, genau, du da. Hey, da hinten ist noch wer. Mit seinem Schild da, wie süß. Oh, da hat... Wer bist du? Bist du der König? Bist du hier einer der Anführer oder was? Obwohl, du hast nicht mal eine Rüstung, das Einzige, was du hast, ist ein Schild. Du bist nicht mal so besonders, würde ich mal sagen. Aber das ist normalerweise immer das Captain's Quartier hier. Würde ich mal so sagen. Stirb, oh mein Gott, Alter. Stirbst du mal? Jump und jump und jump. Sprung und Sprung und Sprung. Mein Gott, ey.
Geht's auch? Bleib mal da drin. Bleib mal da drin. Ich will, dass du stirbst. Wie bist du eigentlich das erste Mal gestorben? Kannst du mir das sagen? Ich hämmer hier schon mit meinem zweiten Schwert auf dich drauf. Mein Gott, ey, was ist mit dem los? Geh doch tot! Geh tot! Ich will dich gar nicht mehr hier haben. Geh weg! Husch! Husch, ach, weißt du was? So, was hast du? Hier hast du das? Okay. Oh, wir haben Ton. Oh, noch eine Music Disc. Gunpowder Arrows, nehme ich. Music Disc. Sieht aus wie eine Music Disc mit einer Angel. Was lasse ich jetzt hier mal langsam denn? So, Rotten Flesh. Dafür nehme ich auf jeden Fall das Bread. Deshalb nehme ich das Raw Chicken. Ich nehme den goldenen Apfel und ich nehme die Clear Potions auf jeden Fall mit. Longbow. Okay, nehme ich mit. Tausche mal gegen meinen Bogen. Longbow, Wand of Lightning, Diffuse Potion. Potion of Harming, Instant Damage. Gold Ingots nehme ich. Iron Ingots nehme ich. Sticks habe ich da auch noch. Kohle habe ich auch. Chimp, was lasse ich denn dafür hier? Stone, Wand of Lightning, very, very frightening. Noch ein Longbow nehme ich mal mit. Cobblestone lasse ich hier. Die Potion of Instant Damage. Tausche ich gegen was? Gegen was? Komm, ich nehme mal hier mein Iron Helmet. So, ich nehme mal den neuen hier. Potion of Instant Damage. Diffuse Potion ist einer von diesen Vergifteten schon mal. Komm, lassen wir mal das Wood hier. Dafür nehme ich mir das hier mit. Okay, Clear Potions. Iron Pickaxe behalte ich. Aber diese Stone Pickaxe kann zum Beispiel hier rein und nehme mir diese Diffuse Potion mal mit. Hier haben wir noch eine Music Disc Cat. Ja, was nehme ich denn? Boah, was kann ich denn hier alles drin lassen? Sugar Canes will ich unbedingt mitnehmen. Ach komm, nehmen wir, lassen wir mal die Kakaobohnen da. Bow, Rotten Flesh, Raw Chicken. Raw Chicken haben wir hier, okay. Was macht denn der Longbow? Oh, der braucht auf jeden Fall länger zum Aufladen. Hui! So, ich habe deine Schätze. Jetzt lass mich mal bitte an dir vorbei. Ich habe keinen Bock mehr mit dir ganze Zeit herumzuspielen. Weil anscheinend bist du eh unsterblich. Wow! Was ist denn jetzt los? Aber ich sehe den noch auf meinem Radar. Okay, ich weiß, dass er direkt da vor der Tür ist. Oh, jetzt macht er sich unsichtbar. Ist das seine zweite Phase oder was, hä? Pirat, der sich unsichtbar machen kann, hä? Ja, toll. Mach dich doch unsichtbar. Ja. Ich warte einfach, bis du immer kommst und hau dich. Au. Au. Au, 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 au. Super. Aber gut, dass ich hier geschlafen habe. Kann ich ganz einfach zu ihm hoch. Wow, der hat echt mehrere Phasen. Wie hammer ist das denn, ey? Ah, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich hätte die Tür dann nicht so komisch machen sollen. So. Ich hoffe, der ist jetzt noch in seiner zweiten Phase. Ja, genau. Normalerweise ist ja... So. Genau. Der steht jetzt direkt vor mir. Ich muss warten, bis ich geheilt bin. Puh. Der Monster ist nearby. Hm. Ob der wohl als Monster zählt? Habe ich da nicht irgendwas Stärkeres? Nee. Obwohl, ich habe den Wand of Lightning. Nee. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Egal. Nimm mal lieber den hier. So, dann werde ich jetzt mal warten, dann die Tür aufmachen, ihm verkloppen, dann wieder die Tür zumachen. Aber ich glaube, der müsste bald mal hier irgendwo sein. Mein Gott! Was ist denn das mit dem, ey? Irgendwie kann ich dem nicht so viel Schaden zufügen. Geht. Jetzt spawnen hier auch noch normale Monster oder was? Ah, hier geht eine Ratte.
Wo ist denn der? Ich würde den jetzt einfach ganze Zeit einfach nur immer die Funke vollhauen da. Da bist du noch irgendwo an der Ecke, genau. Ja, super, jetzt stirbst du. Ein Hit! Wollt ihr mich verarschen? Das war nur ein Hit, den ich dann noch gebraucht habe, oder was? Der kommt nicht mal. Wo kommen jetzt die Erfahrungspunkte her? Ihr könnt mich mal. Ich hab keine Lust mehr. So, damit ist, glaube ich, der runtergefallen. So. Hier haben wir ja noch ein paar. Da sagen wir mal einen, der hier noch steht. Ich hab doch was gehört. Irgendwas ist hier gerade runtergefallen. Aber der Longbow, der braucht auf jeden Fall länger zum Aufladen, fliegt dann bestimmt weiter. Damit ist er tot. Oh, was ist denn hier oben? Genau, hier oben war ich ja noch gar nicht. Nicht, dass da oben jetzt einer kommt und mich einfach so runterschubst. Das wäre natürlich nicht nett. Ah, aber ich sehe, hier oben ist einer. Oh. Ich glaube, der ist runtergefallen. Hm, ist hier irgendwie... Ja, hier wäre schön mal, wenn irgendwie so eine Kiste oder sowas ist hier was? Nee. Hier ist nur Glas, um sozusagen zu den Segeln zu kommen. Nö. Gehen wir hier auch mal wieder runter. Dann gucken wir mal auf dem Weg nach unten, wo der ist. Vielleicht kann ich den hier noch mit einem Pfeil anhauen. Hup. Goldnugget. Wow. Zombie Nugget. Ja. Creeper Nugget. Hallo Creeper Nugget. Hallo Creeper Nugget. Hallo Creeper Nugget. Hallo Creeper Nugget. Ich glaube, ich gehe einfach meinen ganz normalen Weg, den ich mir selber gebaut habe, raus. Da müssen ja eigentlich noch ein paar Boote stehen. Ja, genau. Weil was heißt stehen? Sind noch ein paar Boote. Und damit tucker ich jetzt einfach nach Hause. Obwohl mir der eine Typ, der da noch im Wasser ist, Angst macht. Die zwei Typen, die da noch in mir. Ich mach mal so ein Drive-By. Bam. Bam. So, der ist damit erledigt. Und auch der da. Und dann habe ich damit, glaube ich, alle Piraten erledigt. Mein Gott, ey. Ist das jetzt noch? Jetzt muss ich überprüfen. Nein, der lebt immer noch. Ist er denn wahr? Der lebt immer noch. So. Jetzt ist er weg. Also alle Piraten sind gekillt. Yay, ich habe das Schiff eigentlich für mich eingenommen. Jetzt ist das mein Schiff. So, jetzt müssen wir nach Hause. Nach Home. Ne, vorsichtig, jetzt nicht unbedingt den Skorpion angreifen. Oder was heißt angreifen? Anfahren, mehr oder weniger gesagt. So, oh, ein Fisch. Oh, ein Jellyfish. Hallo. So, jetzt haben wir aber auch diesen coolen Hookshot hier. Ha, was passiert, wenn ich im Boot bin und mich irgendwo dran hake, ob ich denn das Boot mitnehme? So, oh! Oh, wir sind schneller als das, was wir schießen. Okay, so. Gut, dann fahre ich mal hier ran. Versuche mir jetzt hier. Ja. So. Genau. Hier haben wir die Spinne. Was ist eigentlich, wenn ich mit dem Hookshot die Spinne anschieße? Ah, passiert nichts. Okay. Da haben wir einen Wolf. Also keinen Hund, sondern mehr einen Wolf. Und ich höre hinter mir schon irgendetwas. Oder was heißt, ich höre? Ich sehe es auf dem Radar. Die verdammte kleine Ratte da. Hopp. Ja, super, jetzt habe ich hier diesen Grappling Hook gebaut, habe aber indirekt eigentlich jetzt so einen Zelda Hookshot. Hopp. Ja gut, das ist ja nur der Hookshot. Wir brauchen aber den Longshot sozusagen, damit wir gut sein können. Au! Okay, gut. Anscheinend ist es sehr gefährlich, mit dem irgendwas zu machen. So. Ab ins Wasser! Au, meine Beine!
Hat jemand schon wieder sein Haus gebaut? Hallo? Geht's euch noch gut? Was baut ihr einfach mal Häuser um mich herum? Ist hier irgendwo ein Enderman? Enderman? Pff, der hat bestimmt nur einen ganz normalen Bau hier. Das hat schon verbessert den Longbow. Okay, ist kaputt gegangen. Auf den schlägt er erstmal ein Brot knabbern. So, hier haben wir aber noch einen roten Punkt. Achso. Hallo. Gut, jetzt gehen wir hier rein. Bei uns. Und gehen wir das Steak, den Steak, an Ironblöcke rein. So, die... Den Rest, ich habe, kommt hier oben rein. Sowas wie die Wand of Lightning. Gold Nugget, sowas kommt da alles. Potion of Farming. Kann ich die einnehmen? Nein, ich will sie ja nicht trinken. Ah, okay. Das heißt, ich muss sie mir so einen Braustand bauen und dann den zuerst mal verbessern. Das ist sozusagen die Splash Potion of Farming mit Enderkristall. Normal. So, ja. Gold haben wir. Ah, stimmt, Gold haben wir einiges gefunden. So, jetzt stimmt. Ich wollte hier oben ein Crafting Table bauen. Nehme ich mal die 4, die ich hier oben auch mal craften kann. So. Und dieses Bettchen. Und das Bettchen. Kann ich da am besten mein Bettchen hier hin? Habe ich hier unten nicht ein Bett? Ne, ich habe ja gar kein Bett. Stimmt. So. Deshalb war mein Spawnpunkt nicht gesetzt. So, jetzt schlafe ich, damit mein Spawnpunkt hier auch gesetzt ist. Dann will ich hier halt in meinem Haus spawnen, ne? So. Gut. So, jetzt wollte ich gucken. Wir wollten ja den Crafting Table platzieren, damit wir uns sozusagen immer schön hier Papier, Papier ist so, genau. Hopp, 1, 2, 3, so, Papier. Geben wir mal hier Papier rein. Oh, jetzt wird was geschrieben. Oh! Fragment of Forbidden Knowledge. Okay, können wir damit jetzt machen. Ah! Okay. Müssen jetzt bestimmt wieder irgendwelche besonderen Artefakte mal da reingeben. Komm. Seltenes Artefakt. Loss 80%. Also wir verlieren 80%, das ist scheitert. Die geht. Iron, was ist, wenn wir einen Block auf... Kaktus. Success 41%. Ja, mal gucken, was macht das denn. Fragment of Lost Knowledge. Oh. Jetzt müssen wir das weiter erkunden. Gunpowder? Nein. Der Kelch hier. Ach stimmt, wir brauchen hier Papier zum Powern. Ah. Oh. Mist, jetzt haben wir es verloren. Verdammt! Wir müssen jetzt aber weiterkommen. Okay. So, dann muss man sozusagen immer etwas Besonderes reingeben unten von diesen Artefakten etc., damit sozusagen irgendwann mal diese Fragmente, ja, wie soll man das am besten erklären, damit die Fragmente sozusagen entziffert werden, was das sozusagen ist. So, ich denke, aber nach diesem Raid von dem Airship werde ich jetzt mich mal kurz zur Ruhe setzen und dann sehen wir uns demnächst auch wieder. Okay, das Hühnchen da. Das Hühnchen ist da. Ah, perfekt, ich habe doch hier meinen Hookshot. Heißt, ich müsste eigentlich normalerweise immer hier reinkommen, hier dieses Ei werfen und dann wieder rauskommen. Ha! Cool! Ja, dann passt das auch. Dann brauche ich auch kein Gehege mehr zu bauen. Wie cool ist das denn? Hookshot. Ein Hookshot haben wir gefunden. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein zweites, damit wir diesen Longshot machen können. Und ich glaube, dann werde ich glücklich, weil dann können wir nämlich den... Und wenn man hier guckt, ich glaube, hier unten ist das bei den Rezepten. Genau. So. Ein Hookshot.
Ein Arrow und ein Hookshot ist ein Hookshot. Was? Okay, ich habe ein Arrow und ein Hookshot. Und ein Hookshot. Ja und, was soll das verbessern? Okay, also ein sehr seltsames Rezept. Aber zwei Hookshots ist ein Longshot. Und ein Longshot ohne irgendetwas drin macht und ein Arrow sind ein Longshot. Und wenn man jetzt ein Sticky Longshot hat, der aufgebraucht ist anscheinend. Okay, und wenn man zwei Slimeballs hat und zwei Longshots, kann man einen Sticky Longshot machen. Was auch immer ein Sticky Longshot ist. Ja, vielleicht geht irgendwann mal der Pfeil kaputt. Anscheinend. Dann müssen wir dann halt irgendwie einen neuen Pfeil reintun. Das heißt, ich brauche eigentlich immer einen Arrow bei mir. Die Arrows sind aber auch ganz schön rar geworden. Hopp. Hilfe, 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 Hilfe. What? Was ist da denn passiert? Wie ist das denn passiert? Hopp. Hopp. Autsch. Wow. Wir haben uns jetzt gerade selber gekillt. Au. Okay, gut. Ich glaube, hier mal ein bisschen auf hier zu spielen. Und dann werde ich auch Pause machen. Das ist genug. Genug für einen Tag. So, dann sage ich mal Dankeschön und sage ich mal bis demnächst, ne? Vielleicht finden wir, gehen wir auf die Suche auf eine andere Dungeon. Und dann wissen wir mehr. Wegen den Artefakten und sowas alles. Deshalb sage ich Danke und bis demnächst. Tschö.